spürte, wie mir die Musik in den Kopf ging und wenig später mein Körper unter den Einfluss der Töne geriet. Ja, ich fühlte mich wohl und zu Hause, hier auf St. Pauli, unserem Musikviertel. Doch eine tragische Wendung ist eingetreten. Ein Saurier trampelt durch unsere Straßen. Es reckt seinen Kopf in jeden Winkel, in jeden Club, in jedes Geschäft und jede Bar. Mit seinem riesigen Maul beißt es sich in den Musikboxen fest, schnappt sich die Soundanlagen und zertrampelt unsere Schallplatten. Und warum? Nur um dicker und fetter zu werden? Nein, nicht nur. Es will die Kontrolle über die Musik erlangen. Kein Künstler wird gefragt, was er von seinen Fans und Freunden für seine Leistung denn erwarte. Kein Urheber wird einbezogen in eine Formel, die allen gerecht wird. Blind und gierig wandert das Letzte seiner Art durch die neue Welt. Wie ein raffgieriger Greis, der alles, aber auch alles mit ins Grab nehmen will und seinen Verwandten nicht einmal ein altes Hemd gönnt. Und dabei ist ihm egal, welche persönliche Berufung er zerstört, welche Kultur nie wieder erklingen wird und wie am Ende die Freunde der Musik planlos durch unsere Gassen irren werden, auf der Suche nach ein bisschen Freude. Gebieten wir diesem Verwaltungsgodzilla, genannt GEMA, nicht Anhalt, nehmen wir Abschied von unserer Zukunft. Einen belebten, fröhlichen St. Pauli mit vielen Gästen, die getragen von den vielen Musikstilen unser Leben bereichert haben. Einem St. Pauli, in dem viele von uns eine Existenz aufgebaut haben, die nun zu scheitern droht. Einem St. Pauli, in dem immer wieder das entstand, was wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Ja, es wird leise auf St. Pauli. Lassen Sie uns in stiller Trauer verharren. Ich möchte nun der selbsternannten Bürgermeisterin von St. Pauli eine Petition überreichen. In tiefer Trauer um unseren Stadtteil werde ich höchstpersönlich und mit aller Gewalt dafür sorgen, dass das auch an unseren Bürgermeister, ist ja nicht mehr, an den Herrn Scholz, weitergeleitet wird. Und ich werde natürlich trotzdem immer noch weiter kämpfen um unser sterbendes St. Pauli. Haben Sie vielen Dank für die Anteilnahme.